eingeschalten habt. Ich bin die Nicoline Majela, ich bin ein Channel-Medium und in diesem Video möchte ich dir eine Sternenbotschaft der Lyra weitergeben. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe mich gestern verbunden und habe um eine Botschaft gebeten für das Kollektive und habe schon ja wundervolle Informationen erhalten, die ich dir gerne auch gleich vorlesen werde. Und anschließend gibt es dann auch noch ein Channeling. Schon vorweg, es geht um die bevorstehende Sommersonnenwende, das Licht, was jetzt in uns heranreift und erwacht. Ja, bevor wir jetzt gleich beginnen, möchte ich dich ganz herzlich nach Irland einladen. In schon einigen Wochen findet das Irland-Retreat statt, deine spirituelle Reise in die neue Zeit, wo wir ganz bewusst uns mit den Naturwesen verbinden, wo wir Plätze, heilige Plätze erfühlen, spüren, mit unseren Hellsinnen wahrnehmen. Und ja, es ist schlussendlich eine Bewusstseinsreise, eine Reise nach innen sowie eine Reise im Außen. Und ich finde es immer ganz besonders schön, eine kleine Gruppe begleiten zu dürfen und ja, in dieser Zeit so intensiv auch gemeinsam zu wachsen. Das alles wird gemeinsam mit mir und meiner Kollegin Anita Nayer Auer stattfinden. Sie ist Körpertherapeutin, Bewusstseinstrainerin und wenn du dabei sein möchtest, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Wenn du Interesse hast, Fragen hast, kannst du uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns auf dich. Es sind jetzt noch 2 Plätze frei. Genau. Gut, meine Lieben, dann beginnen wir jetzt auch schon mit der Sternenbotschaft. Danke und schau dir dieses Video auch gerne bis zum Schluss an, denn es gibt dann noch ein Channeling. Meine Lieben, ich habe mich ja gestern verbunden, wie gesagt, und habe wunderschöne Informationen bekommen. Wunderschöne Informationen über die Erde, die aufsteigt, die in ihre volle Größe geht, die sich ausdehnt und wirklich diese tiefe Liebe hier auf Erden erwacht. Und dieser ganze Prozess, was unsere wundervolle Erde erlebt, erlebt ja nicht nur die Erde, sondern auch wir. Wir sind Teil, wir sind eins. Und so erfahren auch wir dieses Christus-Erwachen, dieses Weitwerden in unserem Herzen, diese Öffnung, diese Herzöffnung. Und wir sind wirklich, gesegnet, dass wir so wundervolle Sternengeschwister haben, die uns auch bei dieser Entwicklung unterstützen und so liebevoll zur Seite stehen. Und heute spreche ich das erste Mal, glaube ich, von dem Sternenvolk, die Lyra. Ich habe sie, glaube ich, noch nie auf YouTube gechannelt, sondern nur in meinem Buch. Aber sie sind jetzt zu mir gekommen und sie haben gesagt, sie wirken jetzt bis zum 8.8. Also es ist wirklich diese Kraftqualität der Lyra jetzt da und wir können uns jetzt sehr gut mit ihnen verbinden und wir können mit ihrer Kraft wirken. Wir können jetzt wirklich 1:1 mit ihnen arbeiten, also ein ganz besonderes Geschenk, was wir jetzt erfahren. Gut, ich beginne jetzt mit der Information, die ich jetzt bekommen habe. Und dann, wie gesagt, gibt es noch ein Channeling. Du kannst dich jetzt schon einstimmen, fühlen. Fühle über dein Gefühl. Bist du auch angeschlossen zu den höheren Ebenen? Du fühlst, du nimmst wahr, du gehst in deine Wahrnehmung, bist offen, rezeptiv, du kannst aufnehmen und natürlich dich für die geistige Welt öffnen. Das Erste, was die Lyra gesagt haben zu mir, war, wähle deinen Kraftort. Sehr, sehr wichtig derzeit. Dein Kraftort. Dein Kraftort kann sein, dass es sogar bei dir zu Hause ist. Dein Zuhause kann dein Kraftort sein. Natürlich wäre das am besten, wenn du dich sehr wohl fühlst in deinem Zuhause und auch das wirklich
in deinem Zuhause auch diese Verankerung spürst und diese Erdung wahrnimmst. Wenn dein Zuhause dein Kraftort ist, dann richte doch bitte einen Altar für dich ein, wo du wirklich jetzt bis zur Sommersonnenwende Zeremonien abhalten kannst. Was bedeutet das? Wenn du so möchtest, kannst du jetzt gewisse Heilsteine auf diesen Altar hinstellen. Du kannst ätherische Öle, Räucherwerk, du kannst ein wundervolles Engelbild, Christusbild, Feenbild, was auch immer dein Herz begehrt, einfach wundervoll beschmücken. Ein Altar für dich, ein Altar für dein inneres Licht. Denn wir sind in einer Zeit, diese Zeitqualität ist sehr intensiv. Es bewegt sich, und ich komme jetzt gleich darauf zu sprechen. Und es ist eine ganz besondere Zeit. Und nutze diese Qualität, die darin enthalten ist, nutze sie für dein Sein, für dein Wirken, für deine Reifung, für dein Erwachen. Dieser Ort kann auch ein Naturort sein, also dieser Kraftort kann auch ein Ort in der Natur sein. Vielleicht rufen dich die Naturwesen, die Naturgeister, denn sie haben eine besondere Energie, sie haben etwas für dich, ja? Oder vielleicht hast auch du etwas für sie und ihr könnt einen Energieaustausch, ihr könnt miteinander wirken. Also wenn du einen Ruf verspürst, zu einem bestimmten Ort zu gehen, dann höre bitte darauf und folge diesem Ruf. Und dann kann es auch sein, dieses Bild kam auch über die Erde, über das Erdfeld, ja, also über deine Fußsohlen kannst du Informationen aufnehmen, die genau dieser Ort, diese Stelle jetzt, genau dir das jetzt geben kann, diese Informationen, die für dein Wachstum jetzt gerade richtig und wichtig ist. Und du kannst es auch so, vielleicht erlebst du es manchmal bei deinen Fußsohlen, wie sie plötzlich ganz heiß werden, weil jetzt eine wichtige Information zu dir kommen möchte, fließen möchte. Also auch das kann passieren, dass Bäume zu dir sprechen. Die Lyrer haben auch gesagt, die Naturheiler rufen dich. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel physisch ein bisschen instabil bist oder wie gesagt, ich spüre dieses Aufbrechen von Atlantis, dieses nach außen kommen, aber das ist ein anderes Video. Und da kann es sein, dass du es in den Nebenhöhlen, in den Atemwegen, also in den oberen Bereich wahrnimmst, dieses Aufbrechen, ja? Und aber auch das, was sehr lange verdeckt wurde, also das hat ganz viel mit der Erinnerung von Atlantis zu tun, was jetzt hochkommt. Da bin ich jetzt auch die letzten Tage durch einen Prozess gegangen. Und diese Naturheiler sind hier, um dich dabei zu begleiten, um dir das zu geben, was du jetzt benötigst, um dir diese Heilung zu geben und dass du einfach freier wirst, dass du die Luft, ja, diese Reinheit, die Klarheit wieder in dir aufnehmen kannst. Also das kann viele Aspekte einfach beinhalten. Der Geist, der so innewohnt in so manchen Orten. Schlussendlich ist es ein Retreat, das du nun vollziehen kannst bis zur Sommersonnenwende. Das wäre jetzt so mein Gedankenanstoß an dich. Ein Retreat für dich. Ja? Euer Blick ist dem Geistigen gewidmet, nicht ohne Grund, denn die Brücke, nämlich eure Hellsinne, sind jetzt besonders zu dieser Zeit offen. Daher bereitet euch vor, wie es einst eure Ahnen getan habt. Und da habe ich ein wunderschönes Bild gesehen. Ich habe gesehen, wie zu damaliger Zeit, wie unsere Vorfahren sich wirklich zurückgezogen haben in die nach innen gekehrt sind in ihr eigenes Licht, zu ihrem eigenen Kraftort, der Kraftort, den wir in uns selbst finden, ja, und wirklich auch in Kommunikation gegangen sind mit ihrem inneren Licht, mit dem Schöpfer, der in uns allen wohnt. Und diese Herzkommunikation findet nun statt, meine Lieben. Erlebt euch in einem neuen Licht
Und dazu haben die Lyrer gesagt, es ist sehr wichtig, auch diese Vorbereitung. Und ihr könnt es auch so abhalten wie eine Zeremonie. Dieses Bild, welches ich bekommen habe, war jetzt schon seit 2 Wochen und ich habe es noch immer nicht getan. Rosenwasser. Nutze Rosenwasser für dich. Sie haben gesagt, reinigt euch in voller Hingabe und mit eurer ganzen Liebe. Berührt euch und lässt euch berühren. Seid berührbar. Seid offen, verletzlich und weit. Das Licht möchte in euch geboren werden. Das Christusbewusstsein, das Lichtbewusstsein möchte in euch heranreifen und euch durchdringen in jeder Phase, in jeder Zelle eures Körpers. Und dann haben sie gefragt, was hält euch davon ab, zu lieben? Diese tiefe Liebe zu erfahren. Und dann haben sie mir einen Klang geschenkt. Erlebst du den Klang dieser Erde, den Herzschlag der großen Mutter? Verbinde diesen Herzschlag mit dem Herzschlag von dir. Gefühle wollen gefühlt werden. Fühle dein Sein und fühle diese Erde. Öffne dich für ihre Wirklichkeit. Ihr seid hier, um in all euren Erlebnissen euch selbst, Gott, zu begegnen, zu erfahren. Und nun spüre, fühle und sei berührbar. Lass dich von der geistigen Ebene berühren. Jetzt. Deine Ahnen sprechen zu dir. Und nun spüre ich es schon in meinem Herzen und ich beginne jetzt mit dem Channeling. Mit euer Bewusstsein heißt ihr uns willkommen, so spreche ich. Zeige mich. Du siehst jetzt vielleicht meinen Löwenkopf. Die Form von den euch bekannten Löwen, so zeige ich mich euch und bedanke mich für eure Offenheit. Mit eurem Bewusstsein heißt ihr uns willkommen. Was möchte ich damit sagen? Wir sehen diesen sehr schnellen Wandel hier auf euren kunstvollen Planeten. Es ist ein wahrer Genuss, eine Kunst, die sich uns zeigt, die Vielfältigkeit, die Schönheit eurer Schöpfung ist ein wahrlicher Genuss für uns und wir lieben euren Planeten und sind sehr gerne bei euch auf Besuch. Und so beobachten wir ohne Anspruch. Wir beobachten und sehen, dass viele von euch sich für uns, für unsere Existenz öffnen. Dies wiederum bedeutet, ihr öffnet eure Türen, euer Herz öffnet sich. Euer Herz öffnet sich für die Existenz
für alle Existenz des Großen und Ganzen, der Schöpfung selbst, von unserem großen Schöpfer. Mit dieser Anerkennung, dass auch wir existieren, da sind, weitet sich euer Herz, eure Liebe vermehrt, intensiviert sich. Und nicht mehr lange, und ihr werdet sehr intensive Begegnungen mit uns erleben. Dies ist ein wahrer Genuss. Zusammenkunft, Vereinigung, Freude, Erinnerungen, Sternenstaub kehrt zurück in eure Herzen. Und schlussendlich erkennt auch ihr, woher ihr kommt. Denn solange ihr unsere Existenz abspricht, spricht ihr auch eure eigene Existenz ab. Solange ihr glaubt, dass wir Sternenwesen nicht existieren, solange habt auch ihr keinen Glauben in euch selbst. Denn viele von euch sind Zeitreisende, sind Reisende, bewegen sich in den verschiedenen Bewusstseinsebenen. Und der Ursprung liegt auf einem anderen Planeten. Erkennst du mich, so erkennst du dich. So einfach ist es. Wir alle kommen schlussendlich aus der einen Quelle. Wir alle sind eins und doch ein Kunstwerk für sich. Die Schönheit dieser Erde, die Schönheit deines Seins, die Schönheit aller Existenz darf in uns erblühen und anerkannt werden. Wir sind hier. Wir stellen gerade mehrere Pyramiden hier auf eurer Erde auf. Noch sind sie unscheinbar, doch für die Hellsehenden werden sie sichtbar. Wir haben einige Pyramiden aufgebaut, um eine Lichtankerung zu setzen. Denn eure Erde hat uns dazu gebeten, dass wir den Kern, damit wir die Stabilität erhalten. Die Stabilität in euch sowie der Erde. So haben wir Lichtzentren installiert auf eurem Planeten für diesen Aufstieg, und gleichzeitig dienen sie als Portale, um euch in eurer Bewusstwerdung, an euer wahrhaftiges Sein, euer inneres Licht zu unterstützen. Viele werden ganz bewusst diese Orte aufsuchen. Ihr könnt sie fühlen und spüren. Du kannst aber auch jetzt mit deinem Bewusstsein diese Pyramide um dich herum erbauen lassen. Geh in Kontakt mit uns, wir freuen uns auf dich. Geh in Kontakt mit uns und wir bauen gemeinsam eine Lichtpyramide, ein Energieportal, eine Lichtverankerung und Lichttunnel. Denn die Erde wächst, sie erweitert sich. Aus dem inneren Kern wird sie größer und dehnt sich. Die innere Erde wird sichtbar für viele, die sehend sind.
Das Licht bäumt sich auf. Es wird kraftvoller und so erlebt ihr diesen photonischen Kristall der Kristalle, die nun auf euer So-Sein und auf die Erde einwirken. Es kristallisiert sich das Erdgitternetz und ihr erlebt diesen Schöpferfunken, ihr spürt diese Kraft, diesen förmlichen Sonnensturm in euch und der auch diese Erde eventuell erschüttern kann, hier und da einige beben. Das ist ein natürlicher Prozess, ein durchlichtet werden dieser Erdseele. Ja, so soll es sein. Doch wir sind hier, um den Anker zu setzen. Wir sind sehr kraftvoll in unserem Tun. Waren es einst hier auf Erden, haben Pyramiden erschaffen. Und so tun wir es auch jetzt in einer anderen Form. Ihr fühlt diese Lichtpyramiden. Sehr viele wurden gesetzt und es strömt das alte Wissen nun über die Luft, also ich sehe es wirklich über den Wind, über euren ganzen Planeten. Die Veränderung, die Kraft eurer Seele, die Kraft eurer Erdseele formt sich, formt das Neue. Eine Herzbewegung zeigt sich mit dem kristallinen Strom, der nun auf euch einwirkt. Und ihr fühlt und kehrt zurück zu euren inneren Schöpfer, der tief in eurer Herzkammer wohnt. Elan Echarte Mahe Erna. Sobald ihr euch als Schöpfer anerkennt, so werdet auch ihr uns erkennen. Und dies ist ein großes gemeinsames Fest. Danke. Habt ihr noch abschließende Worte? Setze dich in eine goldene Pyramide und empfange von uns nun diese Kraftquelle, die zu dir fließen möchte. Gesegnet bist du in deinem Sein, in deiner Kraft, in deiner Zentriertheit, in deinem göttlichen Schutz. Es ist ein großes Team steht hinter dir, begleitet dich. Du bist der Vorbereiter, der Brückenbauer in den anderen Welten, Dimensionen, die sich nun zeigen. Du bereitest den Weg vor. Es ist der neue Weg, den ihr geht und ihr seid empfangsbereit, seid offen. Eure Herzen sind freudig für das Neue. Was euch erwartet, sind die Wunder, die ihr schon jetzt manifestiert. Ihr habt eine enorme Kraft. Eure Herzvision kann so manches Wunder erschaffen. Verbinde dich mit deinem Schöpfer in dir. Sei das Licht, sei der, die du bist. Danke. Danke. Gut. Okay, das war jetzt sehr kraftvoll. Sehr dynamisch. Ich spüre noch die Energie. Ich habe jetzt gar nicht gefragt um den Namen. Aber okay, das war eine sehr kraftvolle Energie, die jetzt durch mich geflossen ist. Ich werde dieses Video jetzt auch beenden, denn es darf auch in mir nachwirken. Ich freue mich, wenn du mir berichtest, wie es dir erging, was du gefühlt hast
Und ich danke dir, wenn du meinen kostenlosen Kanal abonnierst, wenn du auch Teil meiner Community sein möchtest auf meinem Telegram-Kanal. Alle weiteren Informationen findest du unten direkt verlinkt. Auch lade ich dich ein zu Temple Solaris, wo ich die Lyra channeln werde. Auch weitere Informationen, die ich erhalten habe, bekommst du in diesem Webinar. Dieses Webinar ist vom Sonntag bis zur Sommersonnenwende, also vom 18. bis zum 21. Es ist ein Zoom-Call am Sonntag und dann bekommst du mediale Impulse, Meditationen von mir zugeschickt. Und ja, ich freue mich auf dich. All jene, die dabei sein möchten, können sich jetzt noch anmelden. Vielen Dank und ganz viel Liebe zu dir. In Liebe, Nicoline Maela.